Sind hier auch Gegner? Nein, aber hinter mir kommen die! Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig! Wir spielen heute wieder eine Runde Fallout 4 und wir gucken mal, ob hier noch irgendwas liegt. Hier liegt nämlich noch was. Bist du sicher, dass es sich lohnt, das mitzunehmen? Das Zeug geben würde. Jetzt muss ich aber irgendwas anderes wegschmeißen. Gucken wir mal, ob wir Schrott dabei haben. Hallo, ich wollte noch Schrott gucken. Aschenbecher zum Beispiel. Oder der Blechdosen. So. Jetzt passt es wieder. Das hatten wir schon genommen in der letzten Folge noch. Dann gehen wir mal nach oben. Reden wir mal mit Nick. Hi. Hey, Valentine. Hoffentlich hast du gefunden, was du in meinem Kopf gesucht hast. Was ist das für eine Stimme? Ich hatte recht. Ich hätte dich töten sollen, als du eingefroren warst. Ach, das ist Kellogg. Kellogg? Bist du das? Was? Wovon redest du überhaupt? Hä? Du hast dich wie Kellogg angehört. Ja? Amari meinte, es könnten noch mnemonische Eindrücke vorhanden sein. Ich fühle mich auf jeden Fall gut. Gehen wir. Ich könnte auch zurück nach Diamond City gehen. Du hast ja schon Gesellschaft. Wir müssen zum leuchtenden Meer. Irgendwelche Ratschläge? Hm. Ich bin ein Synth, also ist Strahlung kein Problem für mich. Aber eine alte Power-Rüstung könnte genau der Schutz sein, nach dem du suchst. Oder du deckst dich bei allen Chem-Händlern mit so viel Radex und Radaway ein, wie du finden kannst. Okay. Mit dir stimmt was nicht, Nick. Ich will dich nicht dabei haben. Ich sag doch, mir geht's gut. Aber ich verstehe schon. Kelloggs Gehirn war für uns beide heftig. Ich bin in Diamond City, wenn du dich wieder abgekühlt hast. Okay. Okay. Mit Nick habe ich gesprochen. Und hier können wir immer noch nicht die Sachen klauen. Deswegen gehen wir hier mal nach Good Neighbor raus. Und schauen wir mal, ob wir irgendwie hier was regeln können. Eine Power-Rüstung vielleicht wäre so gut, ne? Eventuell. Eventuell auch nicht, aber wäre schon cool, so eine Power-Rüstung, glaube ich. Von daher probieren wir eine zu bekommen. Ansonsten... Ja, müssen wir gucken. Wir haben ja eine Power-Rüstung noch in Sanctuary. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen. Da dürfte noch unsere alte Power-Rüstung rumstehen. Oder steht die woanders? Habe ich die woanders gelassen? Oh, ich hoffe, die steht da rum. Lasst uns ein bisschen reden. Ein bisschen labern. Ich weiß, dass ihr alle euer eigenes Ding macht. Okay. Wer auch immer diese stählerne Ich soll hier raus, ne? Diesen Schwachsinn von wegen. Wohin soll ich denn auf der Map? Gucken wir doch da erstmal. Nee. Hier ganz hinten. Okay, dann gehen wir erstmal hier hin. Nach Diamond City und gehen von da weiter. In Diamond City kaufen und verkaufen wir noch kurz. Ein paar Sachen, die man so braucht, ne? Und, ja, ich bin jetzt nicht am Markt gejoint. Das war ein bisschen blöd von mir. Aber passt schon. Passt schon. Das passt schon. Das werden wir klären. Ja, hier sehen wir einen Supermutanten. Ist das einer? Weiß ich gar nicht, wie die immer aussehen. Auf jeden Fall hat er so einen Nagel-Baseballschläger oder so am Stissel. Okay, wir sind doch innen drin. Von daher ist alles gut. Da müssen wir nicht nochmal laden. Weil sonst hat man immer so 20 Ladebildschirme. Wo ist denn hier ein Händler? Tu dir einen Gefallen und sag einfach ja. Ja? So, wir können hier nämlich Sachen verkaufen schon mal. Oh, der nimmt nur Hilfsmittel. Das ist blöd. Hilfsmittel will ich nicht verkaufen. Steht er sowieso nicht. Hier ist keiner, oder was? Munition, Oberbekleidung, Geschirr. Okay. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Dann handeln wir doch mal. Bitte. So. Wir kaufen unter anderem
Red Array natürlich und Red X, ne? Nein, ich habe eine Rakete gekauft. Ich wollte keine Rakete kaufen. Hat er noch was? Stimpaks? Der hat Stimpaks in der Tat. Fuck, ist das teuer. Okay, da müssen wir mal gucken, was wir verkaufen. Das packen wir wieder raus. Mein Schrott. Machen wir doch das erstmal alles weg hier. Gucken wir mal, ob das schon reicht. Ich glaube aber in der Tat eher nicht. Nicht mal annähernd wahrscheinlich. Nee. Moon verkaufen auf keinen Fall. Inventar. Waffen. Da können wir mal gucken, was wir hier haben, so Schönes. Jagdgewehr haben wir noch nie benutzt. Junkjet oder der Fatman, ne? Ich weiß es nicht. Nuka-Granate war auch relativ viel wert. Molly ist nicht ganz so. Kellogg's Pistole. 195. Ciao. Brauchen wir gerade nicht. Oh Mann, kriegen wir das irgendwie gebacken, dass wir das so verkaufen. So viel, dass wir da nicht viel bezahlen müssen. Wird schwer, glaube ich. Okay. Das wird ein Ding der Unmöglichkeit, Freunde. Kybernetischer Gliedmaßen-Akkuator, okay. Aber selbst da ist es... Da müssten wir jetzt alle Waffen verkaufen, die wir nicht benutzen. Die Splitterminen können wir in der Tat mal verkaufen. Splittergranaten. Splitterminen auch. Molly sowieso. Nuka-Granate. Impulsmine. Ich verkaufe mal aus Jux und Dollerei alles. Jetzt könnten wir es uns leisten irgendwann, aber das macht ja keinen Sinn. Laufenden Handel abbrechen. Wir können nochmal handeln. Wir wollen auf jeden Fall handeln, Kollege. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Absolut alles. Schauen wir mal. Wir verkaufen erstmal unseren Schrott. Das machen wir als erstes. Damit wir ein bisschen Geld raus haben, auf jeden Fall. Kleidung, alles, was wir gerade nicht tragen. So. Diverses. So. Dann hätten wir das schon mal verkauft, was wir alles nicht brauchen. Waffen. Die haben wir auch noch nie benutzt und die sowieso nicht. Die Gewehre behalten wir mal alle gerade. Dann gucken wir, was er im Angebot hat. Kleidung, Hilfsmittel. Das ist doch schon mal interessant, ne? Dann nehmen wir doch mal so ein paar Red Array mit. Oh, die sind verdammt teuer, die der rausgehauen hat. 3 Stück. Red X. Stimpaks. Der haut die ganz schön auf Kacke. Und wie viel kostet ein aufbereitetes Wasser? So. Annehmen. Handel bestätigen. So. Jetzt haben wir gut gehandelt, glaube ich. Jetzt gehen wir nämlich hier raus. Und machen uns auf den Weg Richtung, ich weiß gar nicht wohin. Richtung dem See oder was? Oder nee, wir müssen unsere Power-Rüstung erst abholen, Freunde. Das ist wichtiger gerade.
Ah, ja. Gucken wir mal, ne? Dann hätte ich auch Schnellreise machen können. Warum gehe ich wieder in den Ladebildschirm, wenn ich gleich eh wieder im Ladebildschirm bin? Das gibt's doch nicht, ne? Sorry, dass ich da so weggedreht mich habe vom Mikro, dann war ich kurz leiser auf jeden Fall. Das habe ich selber bemerkt. Ja. Erfolgreiche Angriffe im VATS füllen einen Balken für kritische Treffer. Das wusste ich auch schon vorher, in der Tat. Eieiei. So, Schnellreise. Ich meine hier oben in Sanctuary, wie war das? Aber das macht doch gar keinen Sinn, da jetzt schnell hinzureisen. Nee, komm, wir gehen da einfach so hin. Nehmen noch ein... Hilfsmittel. Ja, wir nehmen aufbereitetes Wasser, das passt schon. So, und dann immer in die Richtung. Ist eigentlich noch ein Begleiter hinter mir? Ja, da kommt jemand. Piper. Und da hinten läuft, glaube ich, auch noch der andere rum. Der gerade irgendwie nicht weiterkommt. Auf zum Meer! Ich muss ja nur einen Ort da in der Nähe entdecken, damit ich mir dann die Power-Rüstung holen kann eigentlich. Das ist so die Idee dahinter. Ob das praktikabel wird, weiß ich nicht. Wieder durchpustet. Eieiei. Immer zwischendurch mal L1 drücken. In der Hoffnung, man übersieht keinen Gegner. Ist das überhaupt gerade die richtige Richtung? Gucken wir doch mal auf die Karte. Nicht, dass wir jetzt eine andere Mission machen. Aber doch, das sieht richtig aus. Wir sind auch schon ein gutes Stück eigentlich gekommen sogar. Aber hier unten sieht es nach einem Ort aus, wo es gefährlich ist, auf jeden Fall. Also die wollen uns hier nicht haben, definitiv. Das kann man so unterschreiben, denke ich. Da sind auch Supermutanten Selbstmörder am Start. Also das ist hier echt eine heiße Ecke. Hat der jetzt die Mine aktiviert oder was? Okay, wir müssen hier irgendwie rüber. Da hinten ist eine Brücke und da ist eine Brücke. Ich habe eine Idee. Ob das klappt, weiß ich nicht. Ja, ich kann zumindest probieren. Und das Ding ist ja mega strahlungsverstrahlt. Strahlungsverstrahlt, ja, das ist geil, ne? Deswegen habe ich extra Red X vorher mir einmal reingepfiffen. Dann gucken wir, dass wir hier hinkommen. Oh Mann, ey. Ist da unten irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Aber irgendwo hier muss doch was sein. Irgendwo hier muss doch ein Ort sein, auch wo man irgendwie chillen kann. Eieiei. Also da vorne ist so ein Stapel Autos oder so abgebildet, aber ich will da jetzt nicht genau hinlaufen. Ich will jetzt möglichst schnell zum Ziel laufen, das ist so die Sache. Jetzt verliere ich auch die ganzen Radiosignale gerade. Wo ist ein wilder Ghoulstreuner? Ich habe den jetzt echt nicht gesehen. Aber ich sollte hier aufpassen auf jeden Fall. Ah, dahinter der Mauer, okay. Nichtsdestotrotz muss man natürlich aufpassen hier. Okay, hier ist so ein kleiner Teig. Dann sind noch mehr wilde Ghule. Robotics Pioneer Park. Hi, my friends. How are you? Die sitzen da schon länger, scheinbar. Was ist da? Fuck! Weg hier!
Oh fuck, was war das für ein riesiges Vieh? Ich mach mal schnell speichern. Okay, hier geht's mit dem Rad schon los. Wir nähern uns also langsam der Stelle, glaube ich. Wo wir hin müssen. Gucken wir mal auf die Map kurz. Zack, zack. Ey, wir sind noch lange nicht da. Echt, okay. Krass auf jeden Fall. Dass wir noch lange nicht da sind, ist auch krass. Oh, komm schon. Spring doch hier hoch, das gibt's doch nicht. Ich dachte gerade, da rechts wäre ein Gegner gewesen. Da sind sogar wilde Ghule. Hier im Wasser. Ich muss in die Richtung. Sind hier auch Gegner? Nein, aber hinter mir kommen die! Oh fuck, und die nächsten Viecher! Oh fuck, die sind richtig stark. Da hilft nur wegrennen, glaube ich. Eieiei. Wat X wirkt nicht mehr. Oh fuck, ich muss direkt das nächste Wat X reinpfeifen. Wat X. Und auch wahrscheinlich erstmal so ein aufbereitetes Wasser oder so. Damit ich auch wieder ein bisschen fitter bin. Eieiei, Freunde. Was ist das hier? What, Skorpion? Versteckt sich hier irgendwo? Den kann ich auch kaum Schaden machen. Was ist denn hier los? Legendärer Gegner ist mutiert. What the fuck? Ich renne hier einfach um mein Leben, Freunde. Red Away nehmen wir mal. Wie viel haben wir davon denn? Das ist die Frage. Oh, jetzt hat er wieder geswitcht, obwohl ich nicht geswitcht habe. Red Away. Und Red X nehmen wir auch nochmal. Und irgendwas, um mich hochzuheilen. Ah, ich wollte gar nicht die Taste drücken. Kennt ihr das? Manchmal drückt man einfach die falsche Taste. Oh Mann. Okay, hier haben wir eine gekenterte Fabrik gefunden. Das ist nice. Weil... Okay, da hinten läuft ein Skorpion. Das ist nicht nice. Weil je mehr Sachen wir hier finden, desto eher können wir in die Nähe wieder spawnen. Das ist ja gar nicht so verkehrt immer. Wow! Irgendein Vieh, was auf mich einschlägt. Und mir wahrscheinlich hinterher rennt. Oh fuck, ich wollte gar nicht. Oh, ich will doch nicht die L-Taste drücken. Immer drückt der L2. Ich weiß nicht, woran das liegt, Freunde. Bin ich näher gekommen überhaupt? Ich guck nochmal auf der Karte. Oh, ich bin fast da. Oh. Aber hinter mir ist auch irgendwas. Wie viele sind hier hinter mir? Oh Mann. Speichern. Ich bin nicht mehr weit weg, Freunde. Ich bin fast da. Ich kann jetzt nicht sterben oder so. Was ist das hier? Hier haben die sich eine Base gebaut. Nicer, nicer. Krater des Atoms. Was gibt's hier drin so? Bruder Ward. Okay, da ist der Typ schon. Bleib stehen, Fremder. Du näherst dich Atoms geheiligtem Boden. Ich weiß. Aus welchem Grund? Rede, oder du wirst in seinem Antlitz gespalten. Nice. Ich bin hier, weil ich eure Hilfe brauche. Suchst du Spaltung?
Bist du gekommen, um mit Atom zu verschmelzen, um in seiner unendlichen Größe gespalten zu werden? Oder willst du seinen Anhängern schaden? Ich suche nach jemandem namens Virgil. Virgil? Ja, wir kennen diesen Virgil. Und was willst du von ihm? Ich brauche nur ein paar Informationen von ihm. Verstehe. Um ehrlich zu sein, gab es um diesen Virgil bereits Diskussionen. Einige glauben, dass seine Anwesenheit ein Affront gegenüber Atom ist. Er kam zwar einige Male zum Handeln zu uns, aber wir haben sonst kaum Kontakt zu ihm gehabt. Okay. Es ist offensichtlich, dass er seine Ruhe möchte. Atom, legen wir los! Auf einmal kämpfen die alle gegen die... Red X wirkt nicht mehr. Oh fuck, ey. Auf einmal bin ich fast tot, ey. Wie viel Zeug ich auch dabei habe, was mich heilen kann, ne? Red away. Hast du einen Moment Zeit für mich? Was kann ich für dich tun, Kind? Ich suche nach jemandem namens... Ja? Ich. Und was willst du von ihm? Das hat Neuer schon. Ich brauche nur ein paar Informationen von ihm. Versteh. Um ehrlich zu sein, er kam zwar ein. Aha. Du findest ihn südwestlich des Kraters. Ah, jetzt gibt's den. Du solltest dich vorsichtig nähern. Ich glaube nicht, dass er über Besucher sonderlich erfreut sein wird. Am Ende werden okay. Dann werden wir das in der nächsten Folge machen. Schaltet doch morgen wieder ein, wenn wir wieder Fallout 4 spielen. Ich verabschiede mich für heute, wünsche euch noch einen schönen Tag. Sage bis morgen. Haut herein. Ciao.